So, willkommen auf YouTube zur nächsten Folge. Heute wollen wir noch gucken, dass wir die Heckklappe auch bewegt kriegen. Und da ist jetzt die Frage, wie man das macht. Aber vorher speichern wir einmal ab und machen uns ein Backup. Na? Wie ich ja am Anfang der letzten Folge schon gesagt habe, das mache ich ja über Git. Über ein Git-Repository, das habe ich mir ja schon angelegt. Hier habe ich das jetzt und jetzt gehe ich einfach hin. Hier habe ich diese ganzen Dateien. Die kopiere ich jetzt hier einfach nochmal drüber. Dann habe ich sie hier alle drin. Und wenn ich jetzt wieder in mein lokales Git-Programm gucke, dann sehe ich, oh, es haben sich zwei Dateien geändert, nämlich die Blender-Dateien. Und die sichere ich mir jetzt einfach mal als Heckklappe. Erstellt. Und gesichert. Na, wenn wir jetzt beim Bauen irgendwas falsch machen, können wir zu diesem Stand immer wieder zurück. Fläche auflockern. Müssen wir mal schauen. So, das erste, was wir machen, ist, wir haben jetzt in diesem Aufbau bereits das Display und jetzt erstellen wir uns erstmal ein Plain Access, ein Empty. Das ist dann na, später unsere Transform Group. Ja, und das hier, ne, und dieses Ding hier benennen wir jetzt einfach mal mit, ja, Blender speichert automatisch alle 5 Minuten, aber ich wollte das eben so sehen, ne, wenn ich nachher nicht mehr mit Steuerung Z weit genug zurückkomme, habe ich ein Problem. Deswegen gesichert. Na, nach wirklich großen Steps sollte man irgendwie eine Kopie sichern und das mache ich halt übers Git. Später werde ich sowieso direkt in dem Git-Verzeichnis arbeiten und dann das, was ich fertig habe, wenn ich dann ins reingehe, wird das sowieso direkt gezippt und da reingepackt, weil das für Skript-Mods sowieso besser ist, wenn ich dann an den Skripten arbeite. Aber das mache ich ja nachher alles offscreen. Das ist sehr, sehr trocken, da kann man eh nichts sehen. Ja, so, aber das Ding hier nennen wir jetzt einfach mal Scharnier. Oder nee, das nennen wir Heckachse. So, und diesen Cube hier hinten, den nennen wir jetzt mal Heckklappe. Ja, aber manchmal ist das einfach nicht genug, ne? So, jetzt habe ich hier meine Heckachse. So, diese Heckachse bringe ich jetzt erstmal dahin, wo ich sie hinhaben will, nämlich hierhin. So, und wenn ich da jetzt mal drauf zentriere, dann möchte ich die ja im Endeffekt soll, na, ich habe ja hier den halben Zentimeter. Das sieht jetzt hier riesig aus, aber es ist ja nur ein halber Zentimeter. So, jetzt bin ich auf diese Achse gegangen. Ich weiß, es ist ein halber Zentimeter. Jetzt gehe ich hier einmal rüber. Ich weiß, es ist ein halber Zentimeter, also gehen wir genau dazwischen. Fertig. So, und wir sind ja schon mitten im Modell. Na, jetzt wollen wir natürlich das Ganze auch noch etwas tiefer setzen. Jetzt nehme ich hier die Heckklappe mal raus. Und jetzt ist die Frage, wie hoch hatten wir das hier gemacht? Ich weiß es nicht mehr, aber wenn ich jetzt mal kurz den Magneten ausschalte und schiebe das jetzt einfach mal tiefer auf diese Höhe, dann sehe ich, das Ding ist 1 Zentimeter dick. Also mache ich jetzt hier minus 0,005, halber Zentimeter, und bin genau in der Mitte. Damit hätte ich jetzt genau in der Mitte den Punkt, den ich nachher benutzen könnte, für die Heckklappe zu bewegen. So, diese Heckklappenachse schiebe ich jetzt mit gedrückter Shift-Taste in den Aufbau. Damit habe ich die da drin und die liegt dann nachher eben relativ zum Aufbau. Jetzt nehme ich meine Heckklappe und schiebe die Heckklappe auch mit Shift in die Achse.
klingt jetzt ziemlich wirr, ist aber eigentlich relativ einfach. Na? So. Weil wenn ich die Heckklappe, ich nehme jetzt hier mal das Rotationswerkzeug, ne? Weil ich kann nachher in der Animation Dinge drehen. Vergiss aber bitte nicht, den Cursor bei der Heckklappe in die Mitte zu setzen, und zwar an der oberen Kante. Nee, die Klappe drehe ich ja nicht um den Punkt Blood Angel. Das ist der Grund, warum ich diese Achse gemacht habe. Ne, weil jetzt im Moment ist dieser Nullpunkt ja hier. Und wenn ich jetzt das Ding hier drehe, sieht das ziemlich dämlich aus. Ne? So, ich habe aber jetzt die Heckklappe in die Heckachse gemacht. Und die habe ich an die richtige Stelle gelegt. Und wenn ich diese drehe, dreht sich die ganze Heckklappe mit. Kann man auch nochmal hier von der Seite gucken. Und dann dreht sich die ganze Heckklappe mit. So. Aber hier kriegen wir jetzt schon das Problem, wie wir hier vorne sehen, ne? Dass das hier vorne jetzt ineinander backt. Weil der Drehpunkt ja tiefer ist. So, deswegen nehmen wir diesen Drehpunkt und setzen diesen Drehpunkt jetzt. Doch, nein. Ich schiebe jetzt die Heckklappe erstmal wieder raus aus der Achse. Dann nehme ich wieder die Achse und setze die Achse hier auf die Oberkante. Und dann packe ich die Heckklappe wieder da rein. Ne, weil ansonsten wird sich die Heckklappe mitbewegen. Und das wollen wir will ich ja gerade nicht. So, und jetzt machen wir hier nochmal die Drehung. Zip. Ja. Solange man übrigens hier mit der Maustaste die Maustaste gedrückt hat, kann man das bewegen. Wenn ich dann auf Escape drücke, setzt sich das wieder zurück, als hätte ich nichts gemacht. So, jetzt machen wir das mal von hier. So, jetzt lassen wir die einfach mal so stehen. Und jetzt sehen wir, dass hier auch immer schön eine schöne Lücke bleibt. Und ja, da müssen wir jetzt eigentlich nur noch etwas einbauen, das aussieht wie ein Scharnier. Theoretisch würde es reichen, da einen Zylinder hinzulegen. Na? Mehr als einen Zylinder bräuchten wir eigentlich nicht. Ja, da gibt es viele Wege, Blood Angel. Da hast du recht. So. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Scharnier. Das ist eigentlich nur etwas, was auf dieser Achse liegt und rund ist. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, den Pickup brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir erstellen uns jetzt erstmal einen Zylinder. Das wird ein Scharnier. Alter Schwede. So, die 32 Verticals lassen wir jetzt erstmal. Wir haben ja gerade eben gelernt, wir können das smoothen. Dann ist 32 schon echt viel, finde ich. Na, ich bin auch nachher mal gespannt, ob dieses Smoothing auch im 3D-Editor ankommt. Radius. Wir haben jetzt zwischen den beiden Elementen einen halben Zentimeter. Dann könnten wir ja einen Radius von einem halben Zentimeter angeben. Nein, ein Radius. Wir bräuchten einen Radius von 0,25. 0,0025. Bumm. Du denkst, 22 reicht? Naja, bin da flexibel. Ist ja klein, das Ding, ne? So, und wir machen das ganze Ding auf eine Länge von 0,05. Ah. Das ist unser Scharnier. Dieses Scharnier braucht sich ja nicht zu bewegen. Es muss nur an der richtigen Stelle sitzen, damit man sieht, da ist der Rotationspunkt. Mehr brauchen wir ja nicht.
Und das Ding ist jetzt eben 5 cm lang. Ich meine, 5 cm, ne, das reicht. Eins rechts, eins in der Mitte, eins links. Ne, das, so. Aber ein Scharnier ist ja auch immer, besteht ja mal aus mehreren Teilen. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, ob wir dieses Ding hier, ne, also erst, ne, erstmal drehen wir dieses Ding hier. Und zwar in diese Richtung. 90 Grad. So, zack. Denn in dieser Richtung wollen wir das Ding nachher haben. So. Der Mittelpunkt müsste ja auch gut sein, oder? Ja. Jetzt gehen wir damit schon mal dahin, wo wir hinwollen. Heckklappe ausblenden, Aufbau ausblenden. Das heißt unsere Heckachse. Und jetzt sagen wir hier Magnet auf Vertex. Und dann gehen wir hier hoch bis nach da. Und dann haben wir das Ding theoretisch schon an der richtigen Stelle für die Mitte. So, wenn ich jetzt die Heckklappe wieder einblende. Und den Aufbau wieder einblende, sehen wir, das funktioniert nicht so ganz, weil der hat jetzt die Seite hier gesetzt. Das wollen wir natürlich nicht jetzt. Wir wollen das natürlich komplett da drin haben. So, dafür sagen wir jetzt hier Center. Okay. Nimmt er den nicht? Warum nimmt er den nicht? Vertex? Jetzt will er nicht mehr andocken. Closest. Warum will er denn jetzt nicht mehr? Ach, der will mir doch verarschen. Das geht also. Was ist eigentlich für eine blaue Linie hier? Oh. Manchmal würde ich das. Ne? Immer wieder zurück, 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 zurück. Jetzt komme ich schon wieder nicht mehr weiter zurück, weil das schon wieder Ende. Willst du mir verarschen? Da hinten Doktor an, aber hier. Wieso dockt er denn jetzt nicht mehr an dieser Heckachse an? Der will mich doch. Der will mich doch flachsen, will der mich. Kopieren wir die Werte jetzt von Hand da rein. Das war falsch. Da rein. So, also, das ist der Punkt, an dem sich das Ganze dreht. Deswegen habe ich die jetzt erstmal da hingesetzt. So, den Zylinder setze ich natürlich jetzt auch
in den Aufbau, aber nicht in die Heckachse, weil das Ding soll sich ja nicht mitdrehen. So, jetzt machen wir hier auch noch mal dieses Auto-Smooth. Und dann sagen wir jetzt hier Object Smooth und schon sieht das Ding rund aus. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich jetzt die Heckachse wieder drehe. Dreht sich perfekt in dieser Achse. Das kann man nachher überlegen, das Ganze vielleicht noch ein bisschen tiefer zu setzen. Aber erstmal dreht es sich da drin wunderbar. Wenn du einen Durchgängezylinder machst, also über die ganze Länge der Klappe, weil die doch etwas wuchtig aussieht. Könnte man machen, ja. Theoretisch kann ich diese Fläche und diese Fläche auswählen. Und dann sage ich Scale X. Also ja, ne? Hat was. Was sagt ihr? Hat was, ne? So. Aber das sieht natürlich nicht wirklich aus, als wäre es was Richtiges. Also, ne, wenn man sowas hat, dann ist das ja normalerweise immer so verzahnt. Du hast ja das eine Element, das geht in die eine Richtung und das, ne, was so rund ist. Bisschen schwierig in der Kamera zu zeigen. Und das zweite Element geht in die andere Richtung, ne? Und da drin dreht sich das dann halt so, ne? Das eine geht in die eine Richtung, das andere geht in die andere Richtung, und da drin dreht sich das so. Ne? Deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir da Einschnitte rein. Und zwar, wenn wir die schon auf solcher Länge haben, dann machen wir da auch ganz schön viele rein. So, gehen wir jetzt hier mal nur das Objekt. Edit Mode und dann schnippeln wir hier ein bisschen rum. So, wir haben ja hier eine Gesamtlänge von fast 2 Metern. Da machen wir jetzt einfach mal eine ganze Menge Schnitte rein. Und zwar Number of Cuts 20, wenn alle 10 Zentimeter, wenn es 2 Meter sind, alle 10 Zentimeter, 40, ja, ich denke 40. Können wir da ruhig mal reinmachen. Jetzt haben wir da 40 Einschnitte drin. Und jetzt ist die Frage, ob wir die nach innen abrunden können. Nee, das geht nicht. Inset. Das geht auch nicht. Das hier wäre Extrude. Ne? Dann das ist nicht so ganz der Effekt, den ich im Kopf hatte. So, das Ding macht das Ding einfach nur weg. Jetzt hat er mir alles weggemacht. Also, jetzt sind wir wieder da.
Also mit dem Inset kommen wir nicht weiter. So, und mit dem hier. Machen wir mal zwei Segmente. Ein Segment. Breite 0,001. Shape. Da macht irgendwie nichts. Ja. Jetzt haben wir das und jetzt machen wir das ist irgendwie nicht das Richtige. Ich will das jetzt kleiner machen. Scale. Ja, der scaled dann alles. Das ist. Nee. Dann müssen wir jetzt hier nochmal. Okay, was fällt mir jetzt ein? Wir machen hier nochmal ein Bevel mit drei Elementen. Ja, jetzt könnte ich das mittlere Element nehmen und nach innen schieben. Dann hätten wir so eine Einphasung da drin. Aber ich will ja einfach nur eine Einphasung. Wenn du die Schnitte 0,5 mm breit machst, ja. Das Problem ist, ich kann die Schnitte ja nicht breiter machen. Oder? Hier habe ich, ja, hab ich auch nichts. Ich auch nichts. Ich kann jetzt hier sagen, ich mache hier mal 80 Schnitte rein. Dann habe ich hier echt eine ganze Menge Schnitte drin. Aber wenn ich die nicht tiefer setzen kann, ne, ich muss die ja eigentlich etwas tiefer setzen. Versteht ihr, was ich meine? Das müssen ja eigentlich so wirklich Einkerbungen sein. Das Problem ist, wenn ich hier sage Scale, dann skaliert sich ja immer alles. Was ist denn Smoothness? Was jetzt? Autsch. Autsch. Alt E und dann Along Normals. Okay. Warte, ich gucke jetzt erst nochmal hier. Hier. Nee. Foto ist gemacht. Alt und E. Extrud. Ja, das würde ich sagen. Extrude Repeat. Ja, jetzt haben wir ein schönes Gitter.
So eine Harfe. Spin? Eigentlich müssten wir hier so ein Bevel doch machen, ne? Und das müsste, ne? Und der müsste jetzt eigentlich das Innere nach innen setzen. Sharp. Cut off, ne? Ne? Fair grid. Ne, das machen wir nicht. Face strange new. Oh. No. Mirko, danke noch für deinen Follow und Holger, danke für dein Raid mit 27 Viewers. Schön. Herzlich willkommen. Ctrl B, die Breite einstellen, dann Extrud und dann abbrechen und dann scalen. Okay, versuchen wir das mal. Du sagst gerade mit Ctrl B. Die Breite einstellen. Das wäre dann 0,001. 1 Millimeter. Und dann extrude. Extrude. Gucken. Okay, Moment. Verschiebe das jetzt einfach mal ein bisschen und jetzt sage ich Scale. Nein, wir sagen Scale Y. Sagen Scale Y mal so. Minus 0,8 minus 0,8. Guck mal. Ja, Nullpunkt ging ja nicht, weil wenn ich das im Nullpunkt mache, dann macht er immer alles. Na, ich mache nochmal zurück. So. Hi Freddy. Das wird ein Pickup. Das wird ein Aufsatz für den Pickup, um dann nachher einen Werkstattwagen einzusetzen. Und ich versuche gerade dieses Ding hier hinzukriegen. So eine Scharnierleiste, die durchgehend ist. Holger, danke für dein Prime-Abo schon im 5. Monat. Okay. Also, erstmal schneiden wir das Ding jetzt nochmal in 80 Elemente.
Wir nehmen den Nullpunkt. Okay, versuchen wir es nochmal. Erstmal. Erstmal habt ihr gesagt, Steuerung B. Passiert jetzt aber nichts. Also, erstmal muss ich cutten. Zack. So. Und wenn ich jetzt Steuerung B mache, macht er gar nichts mehr. B wäre ja auch Bevel. So. Mit dem Bevel mache ich jetzt hier vorne so ein Ding, aber mit nur einem Segment. Oh Gott, hier mit nur einem Segment und einer Breite von einem Millimeter. So, das war jetzt das B. Dann so, dann ja, theoretisch kann ich hier auch eine Linie setzen, ja. Das ist aber, wenn ich jetzt E auswähle, dann macht er hier sowas. Das hier vorne ist ja nur das aktive Tool, aber ich könnte natürlich jetzt hier mal sagen Extrude. Die rechte Taste, nicht die linke Taste. Die rechte. Ah, und jetzt scalen. Aha. Und jetzt sage ich hier Y scalen. Aha. Y. Nein, scalen Y. Dann kann ich das Ding jetzt erstmal was schmaler machen. Und dann kann ich hier wieder eingeben 0,6 und 0,6. Ja. Was sagt er dazu? Und jetzt gucken wir uns doch mal an, wenn wir unsere Heckklappe öffnen. Finde ich, sieht das richtig nice aus. Nach den A4-Papier.
Und danke, hat ja funktioniert. Ist super. So, 0 ist dann wieder zu. Na, also viel weniger Abstand dürfen wir dort noch nicht machen. Dann packt das nämlich sonst immer durch den Anhänger durch. So, damit haben wir jetzt auch unsere Rotation. So, was brauchen wir denn jetzt noch, damit das Ganze fertig ist? Wir müssen noch Materialien definieren. Denn das Ganze soll ja auch noch ein Material bekommen, damit es nachher nicht eben simpel weiß irgendwas ist. Was brauchen wir fürs Material? Jetzt muss ich wieder überlegen, ist ja schon wieder eine Weile her, dass ich Material gemacht habe. Wir machen erstmal beides im gleichen Material. Dafür brauchen wir jetzt erstmal hier Material und sagen, ne, weil wir haben ja noch nicht wirklich was. Der Aufbau bekommt ein neues Material und der heißt Aufbau Matt. So, damit wir sehen, wo wir das benutzt haben, packe ich jetzt hier mal irgendeine Farbe drauf. Die Farbe ist nachher irrelevant, die ist nur, wenn ich hier gucke, kann ich sehen, wo sie ist. So. Das ist dann unsere Aufbaufarbe. So, jetzt machen wir für dieses Ding ein UV. Dann gehen wir hier, dann sagen wir hier drin. Alles auswählen und dann sehen wir hier, können wir alles auswählen, was da ist. Das ist jetzt das UV hiervon. Da ich nur mit einem erstmal nur mit einem einfachen Material haben. Ja, Blood Angel, du warst richtig. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt und deswegen hat er das nicht so gemacht, wie es sein soll. So, ne? Da wir jetzt hier erstmal nicht mit irgendwelchen speziellen Texturen oder sowas arbeiten, sondern mit dem Texturmaterialsystem von Giants, brauchen wir nur das hier. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Farbe soll das sein? Und nein, das überlegen wir nicht. Wir machen es nämlich hier mit Farbwahl. So, jetzt gehe ich nochmal in meine Modding. Dings hier rein öffnen. Da habe ich nämlich ein Texture Array. Das war bei diesem Dings bei. Fand ich gut, Freddy. So. Prinzipiell wollen wir hier erstmal sagen, wir nehmen jetzt hier Color Matt 0. Weil das ist etwas, das können wir dann nachher in der XML bestimmen. So, jetzt habe ich ja hier alles markiert mit A. Jetzt kann ich hier unten einfach Color 0 packen, dann packt er das hier hin und gut ist. Jetzt gehe ich hier auf die Rückseite und sage hier auch Aufbau matt. Dann gehe ich auch hier ins UV Editing, sage hier A, damit ist alles markiert. Hier haben wir jetzt alles drin und wir sehen, das passt hier nicht so ganz rein. Ich weiß nicht. Das könnte sein, dass dann nachher Bereiche dann nicht von der Farbe erfasst werden, aber das werden wir da dann sehen. Ne? So, A, Color 0 geht nicht. Er selektiert hier nicht alles. Okay, in dem Fall sage ich, wie war das noch? Nee, es war, G x minus 1. Nein, das war's nicht. G y minus 1. So. Dann habe ich das nämlich jetzt anders verschoben.
Könnte sein, dass wir das nachher vielleicht anders aufsplitten müssen, weil es einfach zu viel ist. Ne? Es könnte aber auch sein, dass wir da ja noch eine Platte reinschneiden. So. Damit ist auch das jetzt in diesem Material. Und jetzt schauen wir mal, ob man das exportiert wird. Oh, wir haben hier noch, wir haben ja hier, oh, wir haben ja hier noch, wir haben ja hier noch das Scharnier. Beinahe vergessen. Scharnier. Das auf der linken Seite hier wird nachher so ein Display. Erstmal gucken, wie das nachher im Game aussieht, wenn da Zahlen drauf sind, und dann kann man sich überlegen, welche Farben das bekommt. Das ist so mit einer Vertiefung, weil man da, ne, da soll drin stehen, wie viel Diesel noch da ist. So, das Ding hier muss natürlich auch irgendwas kriegen. Das braucht allerdings ja keine Farbwahl. Auf der anderen Seite, ne, das, ja, ich würde sagen Chrome, ne? So, wir sagen also hier New. Und dann ist das hier Scharnier Matt. So, dann gebe ich dem hier auch irgendeine Farbe, nur damit ich sehe, dass eine Farbe drin ist. Und jetzt gehen wir hier wieder ins UV-Editing und sagen hier A. Das ist falsch. Gehen wir mal zurück ins Layout. Zylinder. UV-Editing. A. Und das ist jetzt ganz schön viel. Ja, vor allen Dingen Select None. Ne? Das hier ist unsere Fläche. Und wenn ich jetzt hier sage A, dann sieht das hier ganz schön merkwürdig aus. Das werden wir unwrappen müssen. Wenn ich hier nur sage unwrap, dann sagt er, geht nicht. Dann gab es hier ein Smart UV. Das ist immer noch größer als, oder? Das ist jetzt nicht größer. Ne, ist genau richtig. So. Ne? Ist ja einfach nur, dass alles dieses Material hat. Ne, jede einzelne Fläche könnten wir jetzt hier auch nochmal gucken. Aber das passt schon so, denke ich. So, jetzt gehen wir hier nochmal ins Layout. Jetzt gucken wir uns nochmal, jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Ne? Hatten wir das schon gesmoothed? Ich glaube schon, ne? Object. Genau, ja. Hatten wir schon gesmoothed. Aber natürlich war ich natürlich jetzt wieder verwirrt, weil das wollten wir ja, wollte ich ja in einer anderen Farbe machen. Und da gehe ich jetzt hier nochmal nach ganz oben, denn hier haben wir Chrom. Da mache ich jetzt einfach mal Chrom draus. Und das liegt dann im UV-Editing einfach hier. Was hier in diesem Bereich liegt, ist nachher Chrom. Das in dem Programm gerade links. Links. Das hier ist die UV-Map. Ne? Ich weiß zwar nicht, wofür UV steht, aber hier kann man die Sachen reinpacken, damit sie nachher die richtige Größe und sowas haben. So, das ist also jetzt der Aufsatz unseres SUVs. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Das war die Sicherheitskopie. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück in das, was wir hier gemacht hatten. Hier hatten wir hier ein Source Model. Den Repair Pickup i3D, und da war ja nur dieses Modell drin. Und jetzt sagen wir hier, gehen wir hier in diesen Giants Exporter. Na, da habe ich ja nichts drin verstellt, also sollte alles noch richtig sein. Aber wir haben jetzt Materials, und zwar zwei Stück.
Und deswegen müssen wir diese Materials jetzt auch noch benennen. So, jetzt haben wir erstmal, wenn wir nämlich jetzt hier auf Material gehen, dann müssen wir hier einmal den Shader-Folder wählen und dann sagen, ne, also wir sind jetzt hier bei Zylinder, ne? Und da sagen wir jetzt hier, ne, da haben wir jetzt hier den Shader ausgewählt und sagen jetzt hier, das ist nicht, das ist der Vehicle Shader. Color Mask. So, und jetzt können wir hier schon einstellen, was da exportiert werden soll normalerweise. Und Kommando zurück, brauchen wir ja gar nicht. Brauchen wir ja gar nicht auf dem. Deswegen, ich habe hier unten noch nicht auf Add Shader geklickt, deswegen ist das noch egal. Aber hier brauchen wir keine Color Mask. Ne? Hier sagt, ne, hier auf dem Zylinder brauchen wir einfach nur den Vehicle Shader, damit das funktioniert. Theoretisch. Jetzt sage ich hier Add Shader. Das war dann der Shader. Jetzt gehe ich hier auf Display. Ne? Display hier ist Display. Ne? Heckklappe. Aufbau. Aufbau hat ja auch, haben wir ja auch reingepackt. Da brauchen wir den Color Shader. So, Color Mask. So, wir machen das Ding dann erstmal hier Material Painted Plastic. Das wäre dann Material 01. So, das heißt, ich sage jetzt hier Color Matt ist das, was wir haben wollen. Lass die Farbe erstmal stehen, weil die ist mir ziemlich egal. Aber wir sagen hier, achso, 1 ist Standard, ne? Na, ja, 1 ist Painted Plastic, 1 ist Standard. Dann können wir das ja erstmal so stehen lassen. Und dann sagen wir auch hier Add Shader. Damit haben wir diesen Shader hier auch drin. So, wir werden nachher nochmal gucken, ob wir vielleicht das hinkriegen mit diesem Faden, aber erstmal haben wir das Ding jetzt drin und ich sage jetzt hier erstmal, ich habe jetzt hier den Aufbau selektiert und sage Export Selected und dann gucken wir mal hier in den Repair Pickup rein. Ob wir überhaupt was sehen. Oh, er sagt Fail to open Vehicle Shader. Okay. Jetzt kommt das Problem, das wir beim letzten Mal auch schon hatten. Wir nehmen die jetzt einfach mal mit dem Notepad ⁇ und jetzt haben wir hier ein Pfad zum Vehicle Shader drin stehen. Na, und hier haben wir Aufbau.mat. So, aber der Vehicle Shader hier ist falsch. Na, also das hier ist der falsche Pfad zum Vehicle Shader. Das müssen wir jetzt korrigieren. So, relativ fast war es das. Export selected. Und jetzt hat er das hier neu gemacht. Nein. Export. Auch nicht gut. Ja, weil vor allen Dingen, ne, das hier, das ist nicht gut. So, Export. Immer noch nicht gut. Machen wir mal die Game Location. Also, die kann er ja nicht selber finden. Game Location ist der hier. Export. Data Shader, Vehicle Shader ist auch falsch. Jetzt habe ich Export All gedrückt. Das war falsch. Jetzt exportiert er auch den ganzen Pickup damit rein. Export. Jetzt hat er hier schon wieder Punkte drin. Relativ.
Da soll man nicht verrückt werden, ne? Da soll man nicht verrückt werden. Na gut, einmal abspeichern, einmal schließen. So, jetzt machen wir das Ding hier auch wieder zu. Das zu hier, brauchen wir nicht. So, das brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Ja, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, im Normalfall habe ich meine Modelle auf einer, ne, in diesem Repos-Verzeichnis, was auf einer anderen Festplatte liegt. Oh, Repair Pickup. So, jetzt kopiere ich mir dieses ganze Zeug hier nochmal rüber. Na, brauche ja keine Sorgen zu machen, ist ja alles. So, jetzt mache ich den Repair Pickup auf. Und jetzt mache ich den hier wieder auf mit dem Notepad. Da ist ja der falsche Pfad drin. Und wenn ich jetzt hier sage, Aufbau, Export. Und ich gehe jetzt wieder hier rüber. Stimmt das Verzeichnis nicht. Nehme ich den Pfad hier wieder raus. Export. Wieso macht er das denn jetzt nicht? Er will mich jetzt einfach nur ärgern, ne? Program Files, Shaders, Aufbau, Load Shader. Okay. Shader, Select Folder, Vehicle Shader, Color Mask, Add Shader. Zylinder, Load Shader. No valid file, Farm Simulator Data Shader, Vehicle Shaders. Was will er denn jetzt schon wieder? Vehicle Shader. Non, ich werde hier wahnsinnig. Add Shader. Export, Export all. Nein! Ah. Da kann man jetzt auch mal reingucken, ne? Ah, jetzt hat das gemacht. Jetzt hat das hier gefressen und jetzt sagen wir hier nochmal Export Selected. Ach, guck mal, jetzt hat er den Shader hier erstmal genommen. Das heißt, wir machen jetzt hier mal ein Save. Und jetzt machen wir den Repair Pickup i3D mal auf. So, das ist die von mir eingestellte Farbe. Aber er hat jetzt tatsächlich nur das selektierte exportiert. Das ist natürlich blöd. Das heißt, wir sagen jetzt hier Select Hierarchie und sagen dann Export Selected. Wenn wir jetzt hier reingucken, haben wir jetzt hier nämlich auch mehr Materialien. Wir haben hier noch irgendwas mit einem Default-Material. Das ist unsere Anzeige. Nachbarnromantiker. Schlaf gut. So, und wenn wir jetzt hier wieder in den Giants Editor gehen, können wir sagen, erneut laden. Und wenn wir da jetzt mal ranzoomen, dann ist auch die Heckklappe da. Dann hat dieses Ding hier eine komische Farbe, würde ich so sagen.
Und hier haben wir auch unsere den Platz, den wir für die Digitalanzeige vorgesehen haben. Na, also abgesehen von der komischen Farbe von dem hier. Das ist doch schon mal nicht verkehrt, ne? Allerdings habe ich jetzt hier zweimal Aufbau drin. Warum? Wo ist sie nicht? Hier ist der Zylinder. Scharnierpunkt matt. Okay. Dann ist die Frage, warum da jetzt zweimal Aufbau drin war, ne? Blood Angel, du darfst. Kannst mir gerne nochmal den Link zu deinem YouTube hier kurz im OBS, Quatsch, im Twitch schicken. Dann würde ich den nochmal weitergeben. Ja, weil ich finde, solche Unterstützung ist ja immer gut, wenn man weiß, an wen man sich wenden kann, aber du kannst keine Links schicken. Hallo dich. Ja, ich habe nämlich hier mein Twitch-Ding offen, dann kannst du mir den schicken und dann sollte ich den ja hier sehen und dann kann ich den da noch mal reinpacken. So, nein, ich weiß nicht, warum es mit CP nicht weitergeht. Was soll denn da weitergehen? Tut's da irgendwas nicht? Also bei mir tut's alles. Grüße, Lowtech, Grüße zurück. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier mit diesem komischen Ding hier ist. Ich nehme an, dann muss ich hier beim Zylinder im Material. Zylinder. Load. Muss ich hier doch. Ich wähle hier doch mal Color Mask aus. So, Add Shader. Das ist so ein Blödsinn. Add Load, Add Load. Select Hierarchie. Export Selected. Guck mal hier nochmal rein. Und wie wir sehen, haben wir schon wieder zweimal den Aufbau da drin. Warum haben wir zweimal den Aufbau da drin? Das liegt bestimmt an diesem Export Selected. So, jetzt gehen wir hier wieder in den Repair Pickup und machen den nochmal auf und gucken mal, dass jetzt die richtige Farbe hat. Ah, sieht doch schon mal nicht so verkehrt aus, ne? So, das Gelb ist vielleicht nicht das Schönste, aber da kann man dann nachher schöne Farbwahl machen. Plan, ich habe dich gar nicht gefragt. Schulungen kosten bestimmt Geld, ne? Aber hier mal der Link zum YouTube-Kanal von Blood Angel. Also ich habe mir da schon einige Informationen rausziehen können. So, ich lösche jetzt hier erstmal einen Aufbau raus. Dann gucken wir uns den hier nochmal an. Also
Ich finde den Aufbau so nicht verkehrt. Und jetzt, wo der exportiert ist, speichere ich ihn einfach hier nochmal ab. Ich habe ja das Doppelte rausgelöscht. Woher dieses Doppelte jetzt kommt, ist eine andere Frage. Aber es liegt wahrscheinlich irgendwie an Export Selected. Oder hier ist irgendwas nicht gut. Aber das lassen wir jetzt erstmal. So. Wir wollen natürlich noch gucken, ob wir, was wir da jetzt noch so, ne, also ob das Ganze funktioniert. Deswegen machen wir Blender jetzt erstmal zu. Jetzt haben wir hier den Pickup 2016, 2017 i3D. Und da wir das Ding hier als Referenz eingebunden haben, ne, das hier ist ja der Pickup, den hatten wir importiert. Und hier ist Repair Aufbau. Und das sieht doch schon mal, ja, nicht so schlecht aus, ne? So. Das speichern wir jetzt nochmal ab, damit er diese neue Referenz auch übernommen hat. Und jetzt können wir natürlich auch hier mal mit diesen Farben, die wir ja jetzt hier haben. Das sieht zum Beispiel hier vorne etwas merkwürdig aus. Da müssen wir dann nachher noch, ne, da muss man dann nachher nochmal so kleine Detailarbeiten leisten, ne, warum das jetzt hier vorne im Editor so komisch aussieht. Was wir aber auch haben, ist natürlich jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben hier den Aufbau. Jetzt haben wir hier die Heckachse und wenn ich jetzt hier die Heckachse drehe, sieht man schon, das mit dem Aufklappen wird wohl funktionieren. In der Theorie. So, das schiebe ich mir jetzt mal kurz auf die Seite, ne, weil das Ganze wird nachher nicht funktionieren, weil ich den Repair Pickup im Source Models Ordner habe und ich den Source Models Ordner eigentlich nicht mit verpacke, weil da sind ja die Source Models wie die Blender-Dateien drin. Das macht ja keinen Sinn, die da drin zu haben. So, jetzt gehen wir hier mal in die Pickup XML. Na, und wir hatten ja jetzt den Node Heckachse. So heißt der in der i3D. Den packe ich mir jetzt hier mal rein. Und ich kopiere mir die Node ID aus dieser Heckachse. Ich mir hier rein. So, jetzt klappe ich mir hier erstmal alles zusammen und hier müsste ich jetzt irgendwo was mir haben mit Animations. So, und hier habe ich Animations Backdoor. Na, hier ist der Part, der macht eine Rotation von 20%. Dann haben wir hier Backdoor Handle und Backdoor. Ne, und hier haben wir immer Start Time und End Time. Also, jetzt kopiere ich mir einfach mal die hier und schreibe hier Heckachse rein. Na, ich dachte, Anfangszeit, Endzeit lasse ich einfach stehen. Und bei der Rotation weiß ich jetzt, dass ich X bewegen muss. Und so hoch, wie ich die gerade gemacht habe, waren das 100, 130 Grad plus. So, damit ihr wisst, wo ich hier gucke. Hier nochmal. Na, wir haben also hier. Na, ich habe das Ding ja hier einfach drin gedreht und sehe hier, okay, das waren jetzt 129, also 130 Grad, aber plus. Na, hier, das war der Node-Name, den kann man sich ja einfach rüber kopieren, da wollen wir nicht lange suchen. Und wenn man automatisch exportiert, wenn man ein komplettes Modell im Blender hat, kann man wohl auch irgendwie sagen, er soll die XML automatisch anpassen. Na, das geht natürlich hier nicht, weil es hier eine Referenzeinbindung ist. So, und hier haben wir den Indexpfad. Den habe ich von hier kopiert. Das Ding mache ich jetzt zu, ohne zu speichern. So, da ich noch nichts habe, um das Ganze automatisiert zu verpacken, um es zu testen, kopiere ich das, was ich ja jetzt hier gemacht habe, damit ich die Referenzen richtig hinkriege, kopiere ich mir das jetzt erstmal einfach wieder zurück in meinen Mods-Ordner. Und dann starte ich einfach mal das Spiel und gucke, ob ich Warnungen bekomme.
Vielleicht funktioniert's. Vielleicht auch nicht. Da bin ich jetzt genauso gespannt und neugierig wie ihr. So, das ist erstmal die Optik. Das sieht so ein bisschen aus. Hier auf der einen Seite fehlte die Farbe. Aber das gucken wir dann noch. Das könnte natürlich sein, wir erinnern uns, da waren dieses Ding in der UV-Map war ein bisschen zu groß, ne? Das könnte es natürlich gewesen sein. Okay, machen wir das Ding mal kurz an und klappen es mal auf. Mir gefällt's. Was sagt ihr dazu? Wie wir jetzt hier vorne sehen, ja, hier vorne an der, das sieht so komisch aus hier an der Seite, weil hier vorne an der Spitze fehlt die Textur. So, hatten wir hier, ja, hatten wir Fahrzeug, Dreck 100%. Ja, wie wir sehen, das Ding wird nicht dreckig. Abnutzung 100%. Ja, das Ding nutzt auf jeden Fall ab. Ne, also Dreck war jetzt nicht gerade so der Bringer, aber es nutzt ab. Und wenn es abgenutzt ist, sieht es auch richtig abgenutzt aus. Das ist das Schöne an diesen Vehikel-Shadern. Die sind halt da schon fertig. Die Rundungen hier sehen auch richtig nice aus. Ne, und so ein bisschen abgenutzt sieht das Ding trotzdem richtig nice aus. Ne? So, mehr als, Schaden gab es noch. Ne? Also Schaden wird hier auch nicht so gezeigt. Ne? So. Aber, also ich finde das, ne, die Animation finde ich nice. Ne? Auch mit diesem, ne, mit dem Scharnier, das mit dieser Einkerbung war eine Spitzenidee, die ihr da hattet. Ne? Sieht nicht so trist aus. Ne? Wenn man nicht zu nah rangeht, sieht auch, ne, sieht das richtig nice aus. Und ja, jetzt fehlt hier nur noch, ne, das, da muss noch ein bisschen Werkzeug reingelegt werden. Ne, die Farbwahl muss noch beim Kaufen eingestellt werden. Und ich würde jetzt erstmal keine Heckklappe einbauen. Kein Dings einbauen. Hydraulische Stangen. Ja, ja. Du mich auch. So. Aber das hier werden, das, diese, das hier werden wir jetzt aber noch korrigieren, bevor wir für heute zum Ende kommen. Und ja, ne, also die Frage ist, was soll ich machen ohne euch oder soll man einfach weitermachen beim nächsten Mal?
Komplett, also ja, ne, hier hinten so hydraulische Stangen, wie das da unten ist, oder so ein Hydraulikzylinder, weil das sieht ja jetzt so aus, als würde das Ding so in der Luft hängen. Ne? Also, ne, hinten denke ich, brauchen wir eigentlich kein Fenster. Das wäre ein bisschen übertrieben, würde ich sagen, so ein Fenster. Die Anzeige muss noch gemacht werden. Ne? Also ich würde dann fürs nächste Mal was vorbereiten, um die Anzeige einzubauen und mal schauen, dass ich mir ein bisschen was angucke für diese hydraulischen Zylinder. Aber mit den beiden Sachen wären wir ja dann mit dem Modell dann fertig und dann wäre das nächste, ne, wenn diese in der XML das Display einbauen, wie gesagt, da würde ich auch schon mal was vorbereiten. Und dann würden wir schon mal versuchen, hier Diesel reinzutanken, um damit einen Drescher oder ein anderes Fahrzeug auf dem Feld auch tanken zu können. Das mit dem Repair, das kommt ja dann später per Skript, ne? Aber erstmal muss das Fahrzeug fertig sein. Aber ich finde, das sieht jetzt schon richtig nice aus. Machen wir doch noch die letzten Arbeiten. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann auch, wie ich das hier eben in meinem Repository so organisiere, dass ich von hier aus direkt per Doppelklick verpacken kann. Und automatisch den Spielstand starte mit Verpacken. Das sind dann so diese kleinen Tricks, die ich mittlerweile für mich rausgefunden habe. Und dann kommt natürlich auch der Pickup in ein Model-Verzeichnis und dann wird der Repair-Pickup i3D, die wird auch da rein exportiert, damit die Source-Models eben nicht raus müssen aus dem in den Mod mit verpackt werden müssen. So, aber so zum Abschluss, wir wollen noch gucken, dass wir diese unschöne Ecke wegkriegen. So, dazu wählen wir uns jetzt wieder hier unsere Heckklappe aus, weil da war das Problem. Gehen nochmal in das UV-Editing, drücken hier nochmal auf A, um alles zu selektieren. Und dann sehen wir ja hier, das Ding hat überstehende Kanten. Und das wird das Problem sein, diese überstehenden Kanten. So, jetzt klicke ich hier erstmal wieder auf, na, jetzt sage ich hier A, Painted Metal. Achso, geht nicht. Sage ich erstmal A und dann G für bewegen. Y1, damit bin ich theoretisch wieder auf dem Nullpunkt. Und, achso, auf einen Moment, G, Y1, dann die Enter-Taste drücken, genau. Das war's. So, und dann sage ich jetzt hier UV, Smart Wrap und dann packt er das schön alles in dieses einzelne Teil rein, damit das auch in diese Fläche passt. Und jetzt sage ich A und jetzt kann ich bestimmt auch hier unten Color 0 auswählen, weil das jetzt eben nur noch in ein Feld passt. Speichern. Layout. Jetzt mache ich mit N wieder diesen Exporter auf. Mache hier Aufbau. Select Hierarchie. Export All. Nein, war schon wieder falsch. Export selected. So. Auch keine schlechte Idee. Innenbeleuchtung. Ja. Jetzt gehen wir hier wieder in den Repair Pickup. Achso, was ich noch sage. Wenn wir jetzt hier diese Heckachse exportieren würden in die XML-Location, dann müssten wir theoretisch hier oben den, ne, Export to Config machen und könnten hier eine Config-Datei hinterlegen, hier. Das Problem ist, hier wäre der Node dann 02. Das hilft uns ja nicht weiter. So, ich lösche jetzt hier das doppelte Ding raus, speichere das ab, mache das Ding wieder zu.
Hier hat er, müsste er sich jetzt durch das Öffnen, lädt er sich die Referenz automatisch neu. Das braune Ding ist weg. Keine Fehlermeldung. Ich sage einfach nur noch Save. Na, nur noch mal zum Vergleich. Hier ist die Heckachse, ist ja 0302. Und das andere war nur 02, weil das Ganze ja hier noch in einem Unterknoten ist. So, jetzt habe ich das hier alles gemacht. Das, was ich jetzt hier mache mit dem Kopieren, ist das, was dann eben demnächst wegfällt. So, jetzt mache ich hier mal meine To-Do-Liste mit dem Modding auf. Und da werden wir jetzt gleich noch ein paar Notizen machen für das, was wir da noch machen wollen im Stream und was wir nicht im Stream machen wollen. So, und jetzt ist auch hier diese Ecke schick. Und somit kommen wir da ja ganz gut zurecht. Also, ja, so gefällt das. Und hiervon mache ich jetzt mal ein Screenshot für das weitere Vorgehen. So, kommen wir hier noch mal zum Tutu. Hier habe ich mir das nämlich aufgeschrieben. Das sind andere Notizen. So, für Stream. Wir wollen zusammen da noch Licht einbauen. Dafür gibt es Assets, da kann man mal gucken. Braucht man nur Punkte zu belegen und sowas. Aber Licht einbauen. Was wollen wir noch? Wir wollen Licht einbauen. Also Innenbeleuchtung. Das ist eine super Idee, Johnny. Das machen wir. Wir brauchen noch das Display Farbe und Funktion. Wir brauchen noch XML Farbwahl Aufbau Shop. Wir wollen den Aufbau, die Farbe wählen können. Wir wollen XML Dieseltank. Ne? Also wir wollen da ja Diesel drin haben. Ne? Brauchen wir ja dann auch für das Display der Funktion zu geben. Da muss ja Diesel drin sein. Eventuell AdBlue Fragezeichen. Schauen wir mal. So, ohne Stream. Was machen wir ohne Stream? Skript zum Reparieren, wenn aufgeklappt. Das ist mein Part. Da braucht ihr nichts für. Naja, mein Logo, wenn ich da mein Logo drauf packe, dann darf ich es nachher nicht in den Mod-Hub laden. Das ist immer blöd. Ne? Aber wie hieß das noch, was ich da hatte? Das habe ich doch in meinen. Nee, das ist der falsche. In meinem Bail Storage. Genau, hier, Farmer Tools, ne? Das ist ja, das habe ich von Hot, die brauchten das nicht mehr, so ein Logo, ne? Farmer Tools, Schriftzug, ne? Also, Farmer Tools, Logo auf Tür mit Service Schriftzug, finde ich gut. Service-Schriftzug auf Seitenaufbau. Finde ich auch gut. Gelbe runde Umleuchte flach auf dem Dach und Beschriftung Werkstattwagen. Okay, Werkstattwagen, Service, da kann man
Service, Schrägstrich, Service oder Werkstatt Wagen. Das können wir ja dann nochmal drüber diskutieren. Rundumleuchten auf Dach. Finde ich gut. Ist ja schließlich ein Servicefahrzeug. Da kann auch Rundumleuchten drauf. Ja. Macht Sinn? Das klingt jetzt nach nicht viel, ist aber viel. Oder es klingt nach viel, ist aber noch viel mehr. Ich habe nämlich noch verrückte Idee. Ich stelle mir vor, ich mache diesen Mod zweimal. Einmal für alle. Für ganz normale Farm Reaper. Einmal für ganz normale Karten. Der kostet dann, sagen wir mal, 2.000 € Unterhalt im Monat. Und dafür kann man einfach neben den Drescher fahren und der repariert automatisch den Drescher. Da oben steht für Andreas nichts kostenlos. Das ist, ne, der Andreas kriegt nachher eine Version von dem Skript, das ich dafür schreibe, wo er sich das selber einstellen kann. Ne? Aber für das, was ich veröffentliche, ne, für 2.000 € Unterhalt, ne, kann man einfach neben den Drescher auf dem Feld fahren und ihn reparieren und natürlich dann auch auftanken. Und es gibt, ich dachte an eine NF Marsch Edition. NF Marsch Edition bedeutet, ich fahre an die Werkstatt. Und lade in der Werkstatt zusätzlich zum Diesel auch noch Wartung auf. Und wenn ich dann zum Drescher fahre, wird die Wartung in meinem, die Wartung in meinem Pickup verbraucht. Dafür kostet die Reparatur nichts und der Unterhalt ist genauso teuer wie ein normaler Pickup. Sind das, glaube ich, 50 pro Tag oder so. Ja, hier, ne? Farmer Tools Repair Service. Ne? Damit es auf Englisch bleibt. Ne? Also, ne? Oder eben Service, da werden wir dann mal gucken. Aber das ist so meine Idee. Dafür, nebenbei muss ich sagen, es gab ja, wurde eben schon mal angesprochen, es gab ja diese Idee von Fett. Mit einem Servicewagen, mit einem Sprinter Dings zu transportieren, Wartung zu den Gebäuden transportieren zu können. Und ja, ich hatte mal, wenn wer sich meine Videos angesehen hat, vor allen Dingen die alten, ich habe ein Einbauanleitungsvideo gemacht mit einem Sprinter. Diesen Sprinter, der wurde mir von einem Modder zur Verfügung gestellt. Den hatte ich gefragt, ob ich den zu diesem Zweck haben darf. Und er hat gesagt, ja, darfst du und darfst du auch veröffentlichen. Den habe ich jetzt, gefragt, wie es aussieht, ob ich den Sprinter auch zum Transport so bauen dürfte, dass ich die Funktionalität, die wir hier einbauen, auch in einen Sprinter einbauen können. Hätte natürlich den Vorteil, ne? Sprinter groß, kann man mehr Diesel und Wartung reinpacken. Oder natürlich auch einfach nur zum Transport von Wartung. Das heißt, man stellt ihn vor die Werkstatt und er tankt Wartung und dann fährt man woanders hin und kann wieder abtanken, weil die Idee gefällt mir. Auch ich habe 60, 70.000 Euro pro Monat an Transportkosten. Also, wir haben heute ganz schön was geschafft. Ich bin der Meinung, wir können mit Recht stolz auf uns sein. Und ja. Moment. B-b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 . Wie heißen diese Dinger? Hydraulik? Nee, wer das? Hydraulik, Hydraulik. Stoßdämpfer. Stoßdämpfer.
an Heckklappe. Ups, ne? Also Stoßdämpfer an Heckklappe. Ja, das wollen wir dann auch noch. So. Ja, das wäre dann vielleicht auch möglich, damit Strom zu transportieren. Aber da... ich weiß nicht. Aber kann man mal drüber nachdenken. So, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Ich denke nicht, dass wir das im nächsten Stream auf einmal alles hinkriegen. Auch wenn ich einiges vorbereiten, auch wenn ich es schaffen sollte, einiges vorzubereiten, werden wir nicht alles hinkriegen. Ich denke, wir werden mit den Stoßdämpfern anfangen, weil das ist noch was in der I3D Position der Innenbeleuchtung. Auswahl der Innenbeleuchtung gibt es für eine Asset-Seiten, wo man das aussuchen kann. Das Pharma-Tools-Logo, das auf der Tür, das muss in die eine I3D eingebaut werden und der Service-Schriftzug, der muss irgendwie noch in den Blender. Ich habe noch keine Ahnung, wie man sowas erstellt. Das gucken wir dann einfach zusammen. Vielleicht ist jemand da, der es weiß, und wenn es keiner weiß, dann müssen wir es halt zusammen rausfinden. Die Rundumleuchten auf dem Dach, wir müssen auch in der, ne, die kommen ja nicht auf den Aufbau, sondern, ne, ja, ich würde für den Stromtransport auch dann eher einen großen Sprinter nehmen, aber ich weiß nicht. Oh. Ja. Insofern, da gibt es dann noch eine ganze Menge zu tun und dann den XML definieren. Ich weiß nur, dass ich mich, wenn ich jetzt die nächsten Tage wieder ein bisschen Luft habe, kann ich ja jetzt schon mal mit diesem Skript zum Reparieren anfangen. Denn prinzipiell fahren kann man damit ja jetzt schon. Na? Ja. Insofern würde ich sagen, war es das für heute. Ich danke auf YouTube fürs Reinschalten. Gerne beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Like, ein Follow da, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was für euch lernen. Hier und da mache ich Sachen wahrscheinlich viel zu kompliziert und ihr habt gedacht, was macht der da? Der braucht doch nur die drei Tasten drücken. Ja, aber ich bin halt kein Profi. Aber wie man an meinem Stream sehen kann, auch ein Nicht-Profi ist in der Lage zu modden. Es dauert halt, weil ich die Befehle nicht auswendig kenne, weil ich suchen muss, wie was geht, wie wir das eben gesehen haben mit diesen Einkerbungen. Das ist für mich alles eine Sache, ne? Ich weiß das noch nicht, wenn ich das vielleicht 2-3 Jahre mache, sieht das vielleicht anders aus. Ja, ne? Aber ich hoffe, damit kann ich einigen die Angst nehmen, einfach mal selber zu versuchen zu modden. Und ne, das ist für die eine Seite. Und der andere Seite einfach mal zu zeigen, hey, Modding ist zwar nicht mega schwer und jeder kann es im Endeffekt machen, aber es ist nichts, was mal eben gemacht wird. Klar, wenn ich fertige 3D-Modelle habe und die einfach nur zusammenbaue und daraus mache ich zum Beispiel eine Produktion, dann brauche ich mir nur, in Anführungsstrichen, nur Gedanken darüber zu machen, welche Modelle packe ich wie zusammen, wo packe ich was hin und wie ist die Produktion sinnvoll zu nutzen. Ja? Das ist ein Part von Modding von Gebäuden. Ja? Oder von Modding, ne? Und wenn man jetzt aber die Gebäude auch noch machen muss, hat man auch noch eine ganze Menge zu tun mit diesem 3D-Modelling, bis das 3D-Modell überhaupt nutzbar ist. Und das ist eine Arbeit, die man prinzipiell nicht unterschätzen darf. Und ich hoffe, das konnte ich hier auch bis hierher ein bisschen vermitteln. Aber wir werden den Werkstattwagen noch fertig kriegen. Mal schauen, wie weit wir am nächsten Stream kommen. Ich danke fürs Reinschalten. Bis dann und tschüss.